Herzlich willkommen bei Toffis Kanal. Heute wieder Let's Play City Skylines und zwar Mega Campus, der 8. Teil. Wir bauen unser neues Wohngebiet mit dem schönen Titel Viertel nach 2 ein bisschen weiter aus. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Rundflug über das neue Wohngebiet. Hier der Anschluss Bus und Straßenbahn. Im Hintergrund die Hochhaussiedlung, unser erstes Viertel, was wir gebaut haben. Dann hier unser Straßenbahnkreisel, der Verteiler in die Stadt hinein. Ja, und dann habe ich gesehen, dass wir an unserem Bahnhof, wo ja noch gar nicht so viel los ist, aber schon ein Müllproblem entstanden ist. Und da werde ich jetzt hier in der Nähe der Bahngleise einen mehrere Müllumschlagsplätze bauen. Einfach hier eine kleine Stichstraße, die können wir dann beliebig erweitern. Bauen wir 4 Stück hin. Das ist schon so ein bisschen in Vorbereitung auf den Campus, der dann später entstehen wird. Und Strom brauchen wir auch natürlich. Für diese Müllumschlagsplätze muss ich ja noch eine Müllverbrennungsanlage bauen, denn die sammeln jetzt den Müll nur ein und der muss dann später, wenn die Müllanlagen voll sind, müssen die entsorgt werden und dann tatsächlich verbrannt oder verwertet werden. Und hier werde ich dann in der Nähe der Stadtgrenze eine Müllverarbeitungsanlage bauen, die immer wieder ein bisschen viel Schmutz verursacht. Aber hier auf der Seite ist das ganz okay und da kann ich dann sowohl den Campus mit versorgen, als auch die Wohngebiete später mit anschließen. Da muss ich mal gucken, vielleicht baue ich die Straße noch ein bisschen anders, damit ich entlang der Stadtgrenze dort vielleicht noch eine zweite oder dritte Müllanlage setzen kann. Man weiß ja nie. So, und jetzt werden wir hier mal im Schnellverfahren die zweite Straßenbahnlinie bauen, die das Viertel dann erschließt, hier den Anschluss an unseren zentralen Omnibusbahnhof. Einmal dann im Kreis und dann auf dem Rückweg zurück zum Straßenbahndepot. So, da ist die Linie fertig. Da kommt schon unsere neue Bahn. Und ich werde die Linie jetzt anpassen, damit nicht 11 Fahrzeuge rausfahren, sondern erstmal nur 3, sagen wir mal. Aber ihr habt mal gerade gesehen, jetzt gibt es ein Problem. Das Müllfahrzeug ist es mehr oder weniger durch die Straßenbahn gefahren. Da werde ich jetzt einfach mal ein Stoppschild setzen. Eine Ampel ist mir da zu viel, weil so viel Verkehr dürfte da nicht sein, aber Stoppschild zumindest. Und wir schauen mal, da kommt das nächste Müllfahrzeug, wie das funktioniert. Ja, klappt. Mal schauen, wo die Bahn hin will. Ist das schon eine von den neuen? Nee, das ist noch die Linie 1. Also die erste, die wir gebaut haben. Aber das sind die neuen Linien. Und wie das ja bei der Linie 1 auch passiert ist, fahren die erst einmal nicht die Strecke, die sie sollen, sondern biegen mal im Kreis links ab und fahren dann eine Runde offensichtlich. Vielleicht müssen die Fahrer die Strecke erst kennenlernen. Das kann ja sein.
Ja, hier setze ich mal ein kleines Gewerbegebiet noch rein. Wohnbebauung macht hier keinen Sinn. Hier wäre es einfach an der Bahnstrecke zu laut. Und da kommt so ein kleiner Gewerbeanteil mit rein, damit einfach dort eine Versorgung für die Bewohner da ist. So ungefähr stelle ich mir das vor. Hier setzen wir mal einen kleinen Park zur Freude der Bewohner. Ja, und hier setze ich mal so einen Picknickpark mit rein. Und da scheint gerade ein Feuer ausgebrochen zu sein. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie schnell die Feuerwehr da ist. Müssten eigentlich sehr nah sein. Na, kommen doch schon. Na, alle rennen im Hintergrund und man achte mal auf den coolen Feuerwehrmann. Ja, das ist heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich muss erst noch weitere Aufnahmen produzieren, beziehungsweise erst einmal auf der PlayStation vorbereiten und dann hier produzieren. Insofern machen wir jetzt noch ein paar Impressionen im filmischen Schnitt. Ja, in der Schule ist auch ordentlich was los, wie man sieht. Wir haben mittlerweile auch über 4000 Bewohner, also es wächst und gedeiht. Das mit diesem filmischen Schnitt als Übersicht mache ich ab und zu ganz gerne. Man sieht da manchmal Ecken, wo vielleicht gerade ein Stau entstanden ist oder wo etwas hapert, wo man sonst vielleicht gerade gar nicht mehr hinschaut. Das ist manchmal ganz spannend. Also gefällt mir schon ganz gut. Macht sich langsam unser Mega-Campus, wo wir beide noch gar keinen Campus haben. Und das mit dem Straßenbahnkreisel, das gefällt mir richtig gut. Das muss ich sagen, das ist, hat was. Na, die Autobahn werde ich dann später auch noch mit Schallschutzwand bauen, so wie das hier im Gewerbegebiet auch gemacht worden ist. Das kommt dann so peu à peu. Wir haben ja Gott sei Dank Geld genug hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für heute. Ich produziere weitere Videos. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder vielleicht sogar auch ein Abo. Und hier oben habe ich euch nochmal meinen Kanal-Trailer verlinkt. Guckt einfach rein, was es bei meinem Kanal hier noch alles zu sehen gibt. Ansonsten, tschüss, euer Thomas.